Avocado ist aus. Chicken dummerweise auch. Wo warst du? Auf dem Klo, mir war schon wieder schlecht. Das macht 3,50. Hier. Danke, schönen Tag noch. Danke. Doch nicht normal, dass dir dauernd schlecht ist. Doch, das ist schon normal. Wieso? Weil wir ein Baby kriegen. Du wirst Daddy. Ist das nicht toll? Ich habe den Test heute Morgen gemacht. Ich hatte schon die ganze Zeit so ein komisches Gefühl. Aber wie konnte denn das passieren? Du benutzt doch diesen Verhütungscomputer. Der muss wohl gesponnen haben. Hast du ihn richtig bedient? Was soll das denn jetzt heißen? Dass du dir die Gebrauchsanweisung nicht durchgelesen hast oder nur zur Hälfte, so wie immer. Na, schönen Dank auch. Du scheinst dich ja richtig zu freuen. Emma, verdammt, ich will keine Kinder. Noch nicht. Das hatten wir doch besprochen. Guten Tag. Mr. Miller. Wie geht's? Gut. Ich wollte, naja, ich war mir nicht sicher, ob es in Cornwall irgendwo so gute Sandwiches wie Ihre gibt. Kann ich für morgen früh 4 Stück bestellen? Sie haben Ihnen geschmeckt. Das freut mich. 2 Avocado, 2 rote Beete? Genau, ich würde sie dann um 8:30 abholen. Okay, gut, dann. Bis morgen, Emma. Bis morgen. Schönen Tag. Ihnen auch. Der mochte wohl eher dich als unsere Sandwiches. Bitte, jetzt spinn doch nicht rum. Ich fahre jetzt zum Großmarkt einkaufen. Was? Können wir bitte vielleicht erstmal drüber reden? Henry? Henry! Henry, endlich. Du musst sofort die Kündigung rückgängig machen. Das geht nicht. Ich brauche das Geld von der Kaution. Es tut mir leid, Emma. Ich habe keine andere Wahl. Warum rufst du denn an? Ich wollte wissen, wie es dir geht. Wie es mir geht? Das ist doch viel interessanter, wie es dir geht. Wie geht's jemandem, der seine schwangere Freundin abserviert, ihr alles nimmt? Ich hoffe, dass du damit klarkommst. Ich will nicht in deiner Haut stecken und jetzt lösche ich dich aus meinem Leben.